Heute zeige ich euch eine leckere Schinken-Sahnesoße. Dazu braucht ihr 200 Gramm gekochten Schinken, etwas Margarine zum Anbraten, entweder zwei Packungen Sahne oder etwas figurbetonter eine Packung Sahne und nochmal die gleiche Menge an Milch, Pfeffer, Salz und italienische Kräuter. Zuerst wird der Schinken in Würfel geschnitten. Anschließend in einem Topf die Margarine erhitzen. Wenn die Margarine erhitzt ist, den Schinken zufügen und gut anbraten. Wenn der Schinken gut angebraten ist, wird er mit der Sahne und der Milch abgelöscht. Dann das Ganze kurz aufkochen lassen. Wenn die Soße einmal aufgekocht hat, mit etwas Salz, den Kräutern und dem Pfeffer abschmecken. Wer die Soße etwas sämiger möchte, deckt sie entweder mit einem Ei oder Soßenbinder an. Ich mag es am liebsten mit frisch geriebenem Parmesan. Das Ganze dann serviert auf frischen Tortellini. Ich wünsche guten Appetit!